Hi Leute, ich wollte mal so einen Weekly Vlog machen. Ich muss ja sagen, ich persönlich gucke die sehr, sehr gerne. Ich sage euch aber schon mal vorher, ich habe kein besonders spannendes Leben, aber wenn ihr Langeweile habt, vielleicht wollt ihr euch das gerne angucken. Deswegen, ich gucke diese Videos gerne, deswegen dachte ich mir, drehe ich sie auch mal. Und ja, deswegen, heute ist Freitag der 5. Fünfte, ja, der fünfte, genau. Und ja, ich wollte euch erstmal als allererstes etwas zeigen. Und zwar habe ich mir eine Sie-Palette selber gemacht. Also ihr wisst schon, so eine magnetische Lidschattenpalette. Ich wollte unbedingt eine haben, weil ich ein paar Lidschattendiepotten wollte. Aber ehrlich gesagt ist mir so eine Sie-Palette zu teuer. Da ist es nur ein Magnet innen drin, also eine magnetische Platte und Karton außenrum. Und das kostet 20 Euro. Das ist mir ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich mir eine selber gemacht. Ich zeige euch mal, wie die ausschaut. So, da ist sie schon. Und zwar, die ist auch aus so hartem Karton, so wie eine Sie-Palette. Und zwar war das so ein Notizbüchlein. Also so ein ganz normales Notizbüchlein, was ihr sonst wo kaufen könnt, überall. Ich habe es bei Teddy gekauft. Ich habe dann einfach dieses Innenleben rausgenommen, also einfach die Papiere rausgenommen, die da drin waren. Habe dann hier solche Seitenwände gemacht aus Karton und habe die dann mit diesem, das hatte ich noch zu Hause, so ein, ja, Schlangenmuster, selbstklebende Folie überklebt. Die ist recht stabil und deswegen sieht einfach ein bisschen schöner aus. Und innen drin habe ich einfach mir so eine Magnetplatte im Bastelladen für 4 Euro gekauft und reingemacht. Und hier seht ihr schon meine depotteten Lidschatten von Inglot. Ich weiß gar nicht, wie ich das halten soll mit einer Hand. So, hier sind ein paar Inglot-Lidschatten, die ich depottet habe. Das sind keine aus diesen System-Dings, die in, Moment, in zum Beispiel diesen kleinen Paletten hier drin sind. Ihr seht ja schon, die haben auch eine andere Form. Sondern das waren solche einzelnen Lidschatten, haben meine Eltern mir aus Polen mitgebracht. Und ich fand diese Verpackung, in der die drin war, sehr umständlich. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, so depottet. Und was ich natürlich total praktisch finde an dem Teil hier, dass das mit Magnetverschluss schon da war. Also hier war schon so ein kleiner Magnet drin. Dieses Büchlein war sehr praktisch, um sie zu einer Sie-Palette umfunktionieren zu können. Und außerdem habe ich hier noch viel mehr Platz. Ich möchte noch ein paar Make-up-Geek-Lidschatten eventuell bestellen. Und dafür brauche ich ja auch eine Sie-Palette. Und ja, wenn ihr vielleicht irgendwie sehen wollt, wie ich das gemacht habe, ich habe es euch ja jetzt erklärt, aber wenn ihr das nochmal genau sehen wollt, könnte ich ja gerne nochmal eine machen und ein DIY-Video daraus machen. Müsst ihr mir nur in die Kommentare schreiben, dann mache ich das ganz gern für euch. Aber auf jeden Fall ist das eine super günstige Variante und ich finde das Muster total süß und ja, noch viel schöner als ein Sie-Palette, meiner Meinung nach. So, und dann würde ich sagen, mache ich mir erstmal was zu essen. Es ist noch ziemlich früh. Ich habe gerade mir nur irgendwie hier so einen Dutt, der irgendwie heute sehr komisch ausschaut, gemacht. Und ja, auch guckt euch das mal an. Voller Haare. Ja, so schaut ihr aus, wenn ihr zwei Hunde habt, die gerade im Fellwechsel sind. Ja, was soll man machen? Ich habe das frisch angezogen, habe einmal mit meinen Hunden geschmust und schon ist es total dreckig. Aber so ist es halt, wenn sie Fellwechsel haben. Und ich mache mir jetzt erstmal einen Smoothie, weil ich habe total Hunger. Across the empty sky, I turned around and waved goodbye. And now it's me alone. It's just an empty home that's on an empty street in a town that always sleeps. Blind man in the darkness knows no difference, but I have grown accustomed to the colors that you bring. I check the dial tone. Jetzt ist es schon 5 Uhr. Mein Mann und ich waren gerade eben, beziehungsweise schon ungefähr 1,5 Stunden her oder sowas, waren wir einkaufen. Wir waren bei Kaufland, da war ich noch bei Teddy, da habe ich was gekauft, was ich euch gleich zeigen möchte. Eigentlich wollte ich euch mitnehmen zum Einkaufen, aber so wie es ist, habe ich natürlich die Kamera hier liegen lassen. Bitte seid gnädig mit mir, ich bin noch kein Vlog-Profi, deswegen, ja, ich habe nicht daran gedacht, die Kamera mitzunehmen. Aber ich habe mir eine Kleinigkeit für meinen Schminktisch bei Teddy gekauft. Und zwar für meine Kajalstifte und Eyeliner und Mascara und so. Und ich zeige euch das jetzt. Da habe ich es auch schon einsortiert. Und zwar ist das, ups, dieses Teil hier. Das ist eigentlich, glaube ich, für so Büroartikel oder irgend sowas. Das ist aus Karton und hat, glaube ich, ich weiß nicht, 3 Euro, genau, 3 Euro hat das gekostet.
Und ich hatte meine Kajalstifte immer hier in der Schublade mitliegen. Aber das war ziemlich unpraktisch, weil da musste ich alles rauswühlen, überhaupt einen Kajalstift zu finden. Das fand ich doof. Deswegen wollte ich die gerne hinstellen. Und das fand ich eigentlich ganz praktisch, weil ich hier meine Kajalstifte hinmachen kann. Hier meine Mascara. Hier habe ich noch so ein paar dickere. Hier wie der NYX Jumbo Eye Pencil Milk und so weiter und so fort. Hier ist noch eine kleine Schublade, die unheimlich schwer aufgeht. Aber sie tut ihren Zweck. Und da habe ich noch Eyeliner drin, die ich ja so gut wie nie benutze, aber für den Notfall, wenn ich es doch mal benutzen will, habe ich es da. Und ja, für 3 Euro, auch wenn die Schublade ein bisschen schwer geht, aber da ich Eyeliner nicht so oft benutze, mache ich die nicht so oft auf, aber für 3 Euro finde ich das Ding echt in Ordnung. Und ja, es gab das auch mit verschiedenen Motiven und Farben und so weiter, aber ich fand hier mit dem rosa Mintfarben mit dem Vogel recht schön und passt gut bei mir hier auf den Schminktisch. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das mit. Das wollte ich euch mal zeigen, weil ich das ganz interessant fand, wenn ihr irgendwie auch noch eine Aufbewahrung für euer Make-up braucht. Das finde ich ist eine ganz niedliche Idee. Jo, heute ist Samstagnachmittag. Es ist schon, 4 Uhr. Ich habe heute noch gar nicht viel gemacht. Heute war so ein chilliger Day, würde ich sagen. Chilliger Day, alles klar. Ihr wisst schon, was ich meine. Also einfach nur ein bisschen relaxen. Ich habe meine Beine rasiert, jetzt wo es so heiß wird. Apropos heiß, heute ist das so, so warm hier oben in Kiel. Es ist unerträglich, um das mal klarzustellen. Und es ist ja noch nicht mal so, so heiß. Ich kann leider die Hitze überhaupt nicht ab. Da geht es mir immer total dreckig. Ich weiß nicht, ob das mit meiner Schilddrüsenerkrankung zu tun hat. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich diese Hitze überhaupt nicht ab. Deswegen freue ich mich im Gegensatz zu wahrscheinlich euch allen nicht besonders, dass es so heiß ist. Aber naja, ich werde es schon irgendwie überleben. Und ja, sonst ist heute eigentlich nichts Spannendes passiert. Morgen gehe ich zu meinen Eltern grillen. Mit meinem Mann zusammen natürlich. Den lasse ich nicht hier. Was mir aber eingefallen ist, ich habe mir gerade die Fußnägel lackiert und da ist mir eingefallen, ich habe euch noch gar nicht mein neues Nagellackregal gezeigt. Und zwar, ich zeige euch das mal. So schaut das aus. Hier ist ja mein Schminktisch. So, und hier ist mein Nagellackregal und ich bin super zufrieden damit. Ich finde, das ist total schön. Wie ihr seht, habe ich das nach Farben sortiert. Oben so Rot, Koralle und so weiter, Regenbogenfarben nach unten hin. Unten sind so die ganzen Glitzerlacke und so weiter. Und ich werde mir jetzt auch noch die Nägel lackieren. Die Fußnägel habe ich in diesem Ton hier lackiert und ich meine, dass ich auf jeden Fall den Lack hier von Douglas auf meine Nägeln gleich drauf machen werde. Und ich würde sagen, so, dann lacke ich mir jetzt mal die Nägel. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Faded out of your memory. All of the times he left you blind, jaded, down on your aching knees. Why won't you see the lies that he's telling? Why won't you give it up and just to let him go? Shot down with no sound to the cold ground below. There's no one around, you won't be found. So hang your head and let it be. Hey Leute, ich depotte gerade noch ein paar Lidschatten und ich wollte euch zeigen, wie ich das mache, weil vielleicht wisst ihr noch nicht, wie das geht und ich dachte mir, ich zeige euch das mal. Und zwar, ich mache jetzt gerade hier meine Wet n Wild Lidschatten, die depotte ich und das geht ganz einfach. Ihr macht die auf, hier habt ihr ein Glätteisen, also ich habe jetzt eins von GHD, aber das ist völlig egal. Da legt ihr ein bisschen Backpapier drauf, also auf die heiße Fläche natürlich. Dann macht ihr den Lidschatten, ich mache das jetzt von der Seite, mit der unteren Seite natürlich auf dieses heiße Metall vom Glätteisen und wartet jetzt ein paar Sekunden. So, und dann lege ich den hier hin. Seid vorsichtig, das ist ziemlich heiß. Nimm so ein sehr, sehr scharfes Messer. Also das heißt, sehr, sehr scharf soll es nicht sein, sehr, sehr spitz. Gehe hier, ich hoffe, man kann das echt sehen, an der Seite rein
Und dann hebe ich den so ein bisschen an. Seht ihr? Geht ganz einfach. Und dann lege ich den erstmal raus und das war's. So depottet ihr den schon. Hey Leute, heute ist Dienstag und ich fahre jetzt mit meinem Mann ein bisschen einkaufen. Ich will nochmal zu Teddy, um dann noch ein paar von diesen Büchern zu kaufen, um weil ich noch ein paar mehr von diesen Sieb-Pellets basteln möchte. Und ich dachte mir, dann nehme ich euch ein kleines bisschen mit und zeige euch hier ein bisschen von meiner Hood hier. Und dann werdet ihr sehen, was hier so los ist. I know you died a little inside when nobody heard your call. Every mistake you come to make grows and echoes inside your brain. You need to let them go. Shut down with no sound to the cold. You won't be bound, so hang your head and let it fade away. Shut down with no sound to the cold ground below. And there's no one around, you won't be bound, so hang your head and let it fade. Wir sind jetzt wieder zu Hause und irgendwie nervt mich, dass das immer meine Brille so reflektiert, aber müsst ihr leider mit leben. Es sei denn, ich tue Kontaktlinsen rein, dann müsst ihr nicht mehr damit leben. Ich glaube, das sollte ich mal ein bisschen öfters machen, aber irgendwie trage ich meine Brille sehr gerne und ich mag sie. Das wollte ich jetzt aber gar nicht sagen. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich das gerade eben schon gesagt habe oder nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt zu Hause angekommen, haben ein paar Sachen noch bei Kaufland gekauft. Hab da ein bisschen gefilmt, aber nicht zu viel, nur wo wir reingegangen sind, weil die meisten Läden mögen das ja nicht so gerne, wenn man dort filmt. Deswegen habe ich das mal lieber gelassen. Ich möchte keinen auf den Sack kriegen, wenn ich da filme. Aber ich habe ein paar Sachen bei Teddy gekauft und die wollte ich euch ganz gerne mal zeigen. So, das ist, was ich gekauft habe. Einmal zwei von diesen Notizbüchern, die ich benutzen möchte, um weitere, Self-Made-Siebpaletten zu basteln oder DIY-Siebpaletten oder wie auch immer. Ich habe jetzt von denen schon zwei Stück gemacht. Die sind halt einfach perfekt, weil sie hier schon so einen Magnetverschluss haben. Und auch die Größe für eine Lidschattenpalette ist super. Deswegen habe ich da zwei von mitgenommen, jeweils 2 Euro. Dann irgendwie hat mich, total unnötig eigentlich, aber das ist hier so ein ganz normales Klebeband mit diesem Totenkopf. Mit diesen Totenköpfen drauf und so ein bisschen bunt. Irgendwie fand ich das schön, deswegen habe ich das für 1 Euro mitgenommen. Dann hier, das ist ein Magnet. Lass uns auf den Sieg anstoßen. Und zwar ist das ein Flaschenöffner. Und ich habe immer so ein Problem. In letzter Zeit trinke ich ganz gern ab und zu mal diese Original Fanta-Dinger, die es halt in so kleinen Flaschen gibt. Und ja, wir haben keinen vernünftigen Flaschenöffner irgendwie. Deshalb habe ich mir den hier gekauft für 1 Euro. Das denke ich auch in Ordnung. Und 3 Bücher habe ich mitgenommen. Ihr müsst ab und zu echt mal bei Teddy gucken. Da haben die verschiedene Bücher, die teilweise sogar Bestseller waren und irgendwie auch ein bisschen unbekanntere Bücher. Oftmals sehr runtergesetzt, weil es vielleicht irgendwelche Mängelexemplare sind oder weiß der Kuckuck warum. Jedenfalls habe ich mir dieses Buch gekauft. Das heißt Zwielichtlande, Schattentochter. Und das hat sich echt ganz interessant angehört. So ein bisschen mit so Dämonen und so fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Das habe ich für meinen Mann gekauft, denn er mag total gerne die Tribute von Panem als Film. Und ich dachte mir, dieses Buch, also das ist der zweite Teil, Catching Fire, gab es für sage und schreibe 1 Euro bei Teddy. Und da habe ich mir gedacht, also für 1 Euro kann man das mitnehmen, auch wenn wir den ersten Teil nicht haben. Aber den kann man sich ja noch besorgen. Außerdem kennt er die Geschichte ja und dann kann er erstmal den auch lesen, wenn er möchte. Obwohl er ja gerade die Bücher zu Game of Thrones liest er gerade. Aber wenn er mit denen fertig ist, beziehungsweise wenn er mal was anderes lesen will, hat er das. Und dann habe ich mir das noch gekauft. Ein ziemlicher Wälzer auch. Fand ich aber ganz interessant. Hat auch nur 1,99 gekostet.
Und 2012 ist auch ein ziemlich bekanntes Buch. Es geht da über den, logischerweise von den Maya-prophezeiten Weltuntergang 2012, der ja Gott sei Dank nicht eingetreten ist. Ich meine, wer hat das geglaubt? Naja, ihr wisst ja, wie es ist. Und der Klappentext hat sich sehr, sehr interessant angehört. Deswegen habe ich das auch mal mitgenommen. Ja, das ist alles, was ich bei Teddy gekauft habe. Und ja. Ihr wisst denn, mein Bibi? Ihr wisst denn? Ihr wisst denn? Bist du meine kleine Maus? Ja, bist du meine kleine Maus? Ja, ich liebe dich auch. Oh, und da kommt der Große. Da kommt der Große. Na, was ist los, Chico? Was guckst du? Was guckst du? Hm? Die Kleine wird schon wieder bevorzugt, ne? Geht ja mal gar nicht. Geht ja mal gar nicht. Ja, ja. Ja, ja. Das sind meine kleinen, süßen Babys. Na gut. Sie sind Hunde, aber es sind halt meine Babys. Ich liebe sie über alles und werde alles für sie machen. Oh, da war mein Fuß. Viele von euch mögen keine Füße, deswegen zeige ich sie nicht so gerne. Obwohl ich eigentlich so kein Problem mit Füßen habe. Früher habe ich es gehasst und jetzt finde ich es gar nicht so schlimm. Yay! Aber ich dachte mir, ich habe gar nicht euch meine Hunde in diesem Vlog gefilmt. Warum, weiß ich auch nicht. Und vielleicht nehme ich euch auch mal mit auf einen Spaziergang im nächsten Vlog oder vielleicht auch noch in diesem Mal gucken. Schauen wir mal. Meistens vergesse ich die Kamera, wenn ich mit den Hunden rausgehe. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Guck mal, sie tritt ihn immer. Immer wenn sie eifersüchtig ist, fängt sie an, wie so ein kleines Pferdchen auszutreten und tritt ihn. Leute, ich kann euch nicht filmen, wenn ihr so bei meinen Füßen seid. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Guck mal in die Kamera. Guck mal in die Kamera. Ja, wo ist denn? Oh, du bist so süß. Ja, ich hab dich auch lieb. Ich hab dich auch lieb. Da, jetzt tritt sie schon wieder. Jetzt tritt sie schon wieder. Sag mir mal, wenn ihr Hunde habt, ob die auch so verrückt sind und wie so ein kleines Pferdchen treten. Yay, du freust dich. Wollt ihr ein Leckerchen? Ja. Wollt ihr hier so Fischchen? Das lieben die, ja. Das sind so kleine Fischlis. Ich glaube, man kann das ganz gut erkennen mit so Fleisch drumherum. Erstmal kriegst du eins, Mäuschen. Runtergefallen. Und du kriegst auch eins. Bitteschön. Dann rennen sie immer ins Bettchen, um die zu essen. Sie geht immer hier gleich dahin und haut gleich rein. Und mein kleiner Chico geht immer dahin. Und da seht ihr den Arm von meinem Mann. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich für meinen Weekly Vlog gar kein Outro gefilmt habe. Also das heißt so das Tschüss-Gedöns und so weiter. Deswegen mache ich das jetzt mal schnell, bevor ich das nochmal vergesse. Das war jetzt mein erster Weekly Vlog. Sagt mir mal, ob euch solche Vlogs gefallen. Sagt mir, ob ich die öfters machen soll. Wenn ja, wie oft soll ich die wirklich, wie Weekly Vlogs gedacht sind, eigentlich jede Woche machen? Oder soll ich die vielleicht nur einmal im Monat machen oder wie auch immer? Bitte gebt mir da euer Feedback. Gebt mir entweder einen Daumen hoch oder schreibt mir das in die Kommentare. Einfach irgendwas, dass ich weiß, dass euch diese Art von Videos auch gefallen. Und ja, ansonsten, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich darüber auch sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis nächstes Mal. Bye!